Gott. Die Zange vergessen. Sag mal. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute den Buchsbaum, den Floß, den wir vorbereitet haben zum Bonsai, in die Bonsai-Schale pflanzen, die wir selber hergestellt haben. Ja, und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt mal. Allerdings müssen wir zuerst mal ein paar Löcher in die Schale bohren, damit wir für Wasserabfluss sorgen können und damit wir unser Bäumchen auch festbinden können. Nachdem wir jetzt die Löcher gebohrt haben in die Schale, damit wir den Baum befestigen können und damit genug Wasserabzug da ist für die Pflanze, holen wir jetzt diesen aus dem Einschlag heraus und werden die Wurzeln etwas sauber machen, damit wir dann besser einpflanzen können. Das Saubermachen ist ganz wichtig, damit wir später keine Erdrückstände im Substrat haben, da wir ein spezielles Substrat verwenden, das wasserdurchlässig ist und trotz alledem auch Wasser noch speichern kann. Und wie ich dieses Substrat herstelle, das verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Da werde ich den Film reinsetzen, wenn ihr Interesse habt, wie man sich solch ein Bonsai-Substrat selber herstellt. Könnt ihr euch das gerne in diesem Film dann später auch angucken, wenn ihr euch diesen Film zu Ende geguckt habt, natürlich. Logisch, sonst bringt die ganze Sache ja nichts. So. Und jetzt pflanzen wir den Guten ein. Wir haben jetzt hier unten Draht durchgezogen. Ich habe es jetzt durch alle drei Lochpaare erstmal Draht durchgezogen, welchen wir nachher verwenden. Das sehen wir dann, wenn wir den Baum festbinden. Gegebenenfalls werden wir den anderen oder die anderen, die wir nicht brauchen, dann wieder einfach herausziehen. Nachdem wir jetzt die Löcher gebohrt haben und den Draht durchgezogen haben, an dem wir gleich den Baum festmachen, füllen wir erstmal etwas Substrat ein, aber wirklich nur ein ganz bisschen. Verteilen das großflächig, das ist im Prinzip jetzt ja 1 cm, mehr ist das nicht. Das ist nur, damit unten erstmal eine Grundlage da ist. Jetzt setzen wir den Baum rein und sind gespannt, ob der auch passt. Bingo! Das ist mal eine passgenaue Schale. Ja, jetzt können wir den Guten festraten. Dabei achten wir natürlich darauf, dass wir die Wurzeln nicht einknicken. Wir legen den über den Stamm drüber. Und zwirbeln den vorsichtig fest. Nicht zu dolle. Also wie ich sehe, reicht bald ein, aber ich nehme jetzt erstmal zwei. Den anderen können wir später dann nochmal abmachen. Beziehungsweise nächstes Jahr, wenn er eingewachsen ist, können wir auch beide abmachen. Jetzt steht er doch ziemlich großflächig in der Schale und mit Umkippen ist bei so einem Floß natürlich nicht so. Also da wird nicht viel umkippen, wenn er erstmal eingewurzelt ist. Jo, das reicht schon vollkommen. Nachdem wir den Baum jetzt angebunden haben, werden wir das restliche Substrat auffüllen und zum Anbinden soll nochmal gesagt sein, besser ist es natürlich, ihn direkt über die Wurzeln festzubinden, aber das ist in diesem Jahr noch nicht möglich, weil er noch nicht ausreichend Wurzelraum hat, weil später werden wir dann direkt über die Wurzeln den Baum mit der Schale verbinden, festmachen, denn dann sieht man den Draht hier über den Stamm nicht mehr. Und hier soll auch nochmal gesagt sein, nicht richtig festzwirbeln, sondern nur ganz locker so, dass es so eben festhält. Ansonsten haben wir hier später eine Einschnürung und das wäre natürlich auch nicht der Hit. Von daher immer schön darauf achten, dass man den Baum am Anfang nicht zu stramm einbindet. Der Vorteil bei diesem Substrat ist natürlich der,
dass wir hier bei diesem Substrat gleichzeitig eine Drainageschicht mit diesem Substrat einbauen. Das heißt, wir brauchen keine zusätzlichen anderen Mittel oder Substrate, die wir dann dazu verwenden im unteren Bereich, dass die Pflanze ausreichend Sauerstoff auch nach unten bekommt. Von daher ist dieses Substrat einfach nur genial. Und wie gesagt, also wir brauchen nur dieses eine Gemisch und nichts anderes. So, wir füllen jetzt natürlich die Löcher zwischen dem Wurzelraum bei diesem Bäumchen, da er nur einige Feinwurzeln hat und die Wurzeln nicht platt auf dem Boden rumliegen sollen, sondern sich im Substrat etwas verteilen und das Substrat zwischen die Zwischenräume, zwischen den Wurzeln kommt. Zum Abschluss gibt es jetzt natürlich noch eine Dusche. Unser Floß ist jetzt im Topf, in der Schale, die wir selber hergestellt haben, passt genau und es hat auch wirklich gepasst. Also es war echt genial von der Höhe und von der Breite her, einfach nur klasse. So, weitere Vorgehensweise bei diesem Baum. Er bekommt keinen Dünger dieses Jahr mehr, erst im Frühjahr dann, kurz vor dem Austrieb oder beim Austrieb dann, wenn wir sehen, dass er das Wachstum beginnt, dann fangen wir an zu düngen bei diesem Bäumchen und natürlich darf er jetzt gar keine Sonne kriegen, er ist auf jeden Fall absonnig gestellt und sobald es Frost gibt, Nachtfrost, kommt er auf jeden Fall rein. Rein bei mir jetzt, das heißt eine Halle und da wird er kühl überwintern. In der Halle kann es auch mal frieren, das ist nicht ganz so schlimm, weil dort bekommt er keine direkte Sonne und auch keinen Wind, von daher ist das dann nicht ganz so schlimm, da kann es auch mal ein bisschen drin frieren, das ist nicht so wild. Wichtig ist natürlich auch, dass er Licht bekommt, weil es ist immer grün und von daher brauchen die Blätter natürlich auch im Winterlicht, ganz wichtig. Ja, und aus solchen Pflanzen kann man sich alles Mögliche herstellen an Bonsai. Wir haben hier ein Bäumchen, das sieht aus wie ein, ja, wie ein Alleebaum im Prinzip. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann natürlich auch sich ein kleines Formgehölz herstellen als Bonsai. Das ist also auch schick und durchaus angebracht. Oder aber auch ein kleines Wäldchen. Auch das ist möglich. Also Buchsbaum ist, na, bleibst du stehen, ist sozusagen ein Allrounder beim Bonsai. Man kann da also alles Mögliche mitmachen. Wir haben hier noch einen Kandidaten, den habe ich euch leider nicht gezeigt, wie ich den gestaltet habe. Aber in einem Film habe ich ihn schon mal vorgestellt damals. Und ja, vor, ich glaube, 6 Wochen habe ich mich dran gegeben und ihn mal ein bisschen bearbeitet, dass er also irgendwann auch mal in eine Schale kommt oder als Bonsai wirkt. Aber wie gesagt, der hat noch ein bisschen Zeit. Und zum Eintopfen soll nochmal gesagt sein, ich verwende das Substrat grundsätzlich trocken, weil dann kann man es wesentlich besser in die Wurzeln arbeiten, als wenn das feucht ist, weil dann klebt und matscht das alles und das lässt sich dann schlecht verarbeiten. Muss natürlich schnell arbeiten dann, damit die Pflanze rechtzeitig wieder Wasser bekommt und wir das Ganze gießen. Und zum Gießen soll nochmal gesagt sein, ihr habt jetzt gesehen, ich habe einmal kräftig angegossen, das reicht jetzt aber fürs erste Mal noch nicht aus, denn nach einer Stunde etwa machen wir das Ganze nochmal und gießen ihn nochmal, weil in der Zeit hat das Substrat sich mit Wasser etwas angesaugt und gibt auch noch nicht ausreichend Wasser wieder ab. Und von daher gießen wir das Ganze jetzt nochmal und dann ist das Substrat also wirklich durchdringend nass und dann, ja, reicht das auch erstmal für einige Zeit. Gießen werden wir dann erst wieder, wenn wir sehen, dass die Oberfläche abtrocknet und man kann auch mit dem Finger mal so ein bisschen buddeln und gucken. Man sieht dann sofort, also 1 Zentimeter drunter ist das dann mit Sicherheit noch feucht und dann brauchen wir auch noch nicht gießen, sondern wirklich erst, wenn es notwendig ist, dann übergießen wollen wir die Pflanzen auch nicht, wobei das bei diesem Substrat nicht ganz so wild ist, denn es ist wasserdurchlässig und von daher kann man da eigentlich gar nicht zu viel gießen. Aber bei anderen Substraten ist es immer ein bisschen schwierig, aber bei diesem Substrat kein Problem. Wir haben den Baum jetzt fertig, er ist in einer Schale und wie gesagt, wir haben ihn vorbereitet, den Film habe ich euch gezeigt, wie wir ihn aus der Erde geholt haben, wie wir ihn zurechtgeschnitten haben, wie wir die Wurzeln bearbeitet haben, wie wir den Topf hergestellt haben, die Schale und wie wir ihn jetzt eingepflanzt haben. Und nun ist er fertig. Ja,
Die weitere Vorgehensweise, wie gesagt, der muss jetzt erstmal nächstes Jahr anwachsen richtig, beziehungsweise jetzt im Herbst nach Möglichkeit noch und erstmal über den Winter bringen. Und nächstes Jahr, wie gesagt, darf er erstmal wachsen, damit die Wurzeln auch dementsprechend sich ausbreiten können und kräftig werden. Und erst, ich denke mal, im Jahr darauf werden wir anfangen, die Kronenfläche zu bearbeiten und gucken, was wir an Stamm wirklich später behalten oder auch noch entfernen. Denn das steht noch in einem anderen Stern geschrieben. So weit sind wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, Bonsai ist eine lange Geschichte und man braucht Zeit und auch Geduld. Und ich denke mal, auch gerade bei solchen Projekten hier kann man das sehr schön sehen, dass sich die Zeit und auch die Geduld mit der Zeit lohnt. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal wachsen lassen und dann sehen wir, wie es später weitergeht. Und in der Regel dokumentiere ich alle meine Pflanzen Bonsai und zeige euch immer wieder mal, was ich an diesen Pflanzen mache, wie die weitere Vorgehensweise ist und solche Sachen. Also da kann man solche Projekte dann im Laufe der Jahre auch demnächst natürlich verfolgen und sehen, was aus diesen Pflanzen denn wird und ja, wie die Gestaltung dementsprechend dann im Laufe der nächsten Jahre voranschreitet. Ja, das ist jetzt ein Projekt mit dem Floß, das ist eine einmalige Sache, denn solch ein Floß kann man sich nicht von heute auf morgen einfach irgendwo ausgraben, wie ich das jetzt gemacht habe und als Bonsai vorbereiten, denn auch diese Vorbereitung als Pflanze zum Bonsai dauert viele, viele Jahre und ja, das ist halt eine Sache, die kann man nicht so eben mal irgendwo ausgraben und fertig machen. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich konnte euch Anregungen geben und auch etwas Freude daran, selbst solche Projekte zu starten und auch, wie gesagt, Zeit mitzubringen und Geduld und naja, ein bisschen Fantasie auch. Wie man gesehen hat, also aus Buchsbaum kann man sehr, sehr viele Bonsai-Sachen machen, auch Formgehölze natürlich. Und ich finde die Pflanze einfach nur genial. Wenn ihr jetzt auch Interesse gefunden habt an dem Thema Bonsai, ich habe mittlerweile in meinem Kanal auf YouTube über 540 Filme und ja, ich denke mal, da werdet ihr mit Sicherheit das eine oder andere Interessante finden und auch sicherlich Anregungen, Selbstgestaltungsideen zu bekommen und vor allen Dingen, wie man mit Pflanzen im Allgemeinen und natürlich auch mit Bonsai umgeht, wie man sie pflegt, wie man sie schneidet, eintopft, umtopft und dergleichen. Auch das mit dem Substrat natürlich ist eine total geniale Sache und ich bin übrigens nicht der Einzige, der das verwendet und auch weiterträgt in dem Sinne, denn es ist ein sehr billiges Substrat, das man sich selber herstellen kann und auch sehr angesehene Bonsaianer, sage ich jetzt mal so, verwenden dieses Substrat, weil sie davon überzeugt sind und da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu diesem Substrat. Es ist einfach nur genial und wer das ein paar Jahre schon ausgetestet hat, wird mir mit Sicherheit dabei zustimmen und ja, was soll ich sagen, also wer viel Geld ausgeben will für ein Substrat, okay, und kann rumexperimentieren und alles Mögliche machen, aber ich habe ein Substrat gefunden, das funktioniert und warum soll ich was anderes nehmen? Wäre ziemlicher Blödsinn, oder? Denke ich mal. So, ich denke mal, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ihr findet auch ein oder den anderen Film bei mir und habt Freude daran und auch auf einem der nächsten Filme, die ich produzieren werde für euch und natürlich auch für mich, um auch selbst in den nächsten Jahren zu sehen, wie die Dokumentation weitergeht von diesen Pflanzen, denn da kann man selber dann auch noch mit Interesse verfolgen, wie sich so eine Geschichte im Laufe der Jahre entwickelt. Auch für mich natürlich, ganz klarer Fall, weil wenn man sowas immer wieder auf Film sehen kann, ist natürlich interessanter, als wenn man es einmal gemacht hat und im Kopf gespeichert, aber irgendwann sind viele Sachen doch wieder raus und weg und so kann man sich das immer wieder mal ansehen und ja, die Vorgehensweisen einfach wiedererkennen und auch selbst neue Ideen finden. So, ich hoffe, euch hat der Film gefallen, wie gesagt, und wir sehen uns in einem der nächsten Filme wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao! Jetzt zeige ich euch noch eben den Buchsbaum, den wir vor kurzem bearbeitet haben. Man sieht hier also schon, dass die Knospen bereits wieder am Wachsen sind. Also überall treiben die wieder aus. Ich weiß, ob man es hier genau sehen kann. Auch da sieht man schon die kleinen Knospen überall. Da auch. Er treibt also willig überall aus. Das nur mal so am Rande, damit man sieht, wie lange denn sowas dauert, bis das wieder anfängt auszuwachsen, also zu treiben. Ja, und wie wir den Kandidaten bearbeitet haben, das habe ich auch in einem Film gezeigt. Und auch den Film setze ich euch unten in die Beschreibung rein, genauso wie den Film zu der Mischung von dem Phygotherm und TKS zum Substrat für Bonsai. Wobei man das Substrat auch für normale Topfpflanzen verwenden kann, ist also auch durchaus möglich. In. Kann ich das? Achso, hier mit.
verabschieden. Ja, das auch. Verabschieden werde ich mich gleich. Nicht für immer, aber für heute.